Eigentlich wollte ich ja an der Straße entlang gehen, aber durch den Wald geht es viel schneller. Und Pimpinella ist bestimmt traurig, wenn ich an ihrem Geburtstag zu spät komme. Was soll mir außerdem passieren? Die Hälfte des Weges habe ich ja schon geschafft. Aber irgendwie ist es ganz schön unheimlich hier. Hilfe! Ein grünes Ungetüm! Kra, kra! Ich bin doch kein Ungetüm. Ich bin doch der Rabe Rudi Ratlos und wohne hier im Zauberwald, nämlich auf dem höchsten Baumwipfel. Aber sag mal, wie heißt denn du? Ich bin die Gretel. Du hast mich ganz schön erschreckt, Rudi. Entschuldigung, erschrecken wollte ich dich nicht. Ich bin nur zur Futtersuche hier heruntergeflogen. Aber was machst du denn hier? Ich bin auf dem Weg zum Schloss, um der Prinzessin einen Kuchen zu bringen. Aber weißt du denn nicht, dass es gefährlich ist, alleine durch den Zauberwald zu gehen? Dreh lieber wieder um und geh an der Straße entlang. Ja, aber durch den Wald geht es doch viel schneller. Na ja, du hast es ja fast geschafft. Aber gib Acht, du musst noch an dem Räuberhaus vorbei. Ich habe gehört, dass er gerne Kuchen mag. Der Räuber schläft bestimmt. Ich renne ganz schnell an seinem Räuberhaus vorbei. Dann sieht er mich nicht. Na ja, gut. Ich habe dich jedenfalls gewarnt. Ich muss nun weiter. Die Prinzessin wartet bestimmt schon auf mich. Wo muss ich denn lang, Rudi? Warte mal, du musst, dort lang. Ja, dort lang. Gut. Tschüss, Rudi. Die Gretel ist ganz schön mutig, alleine durch den Zauberwald zu laufen. Hallo Rudi Hopsasa, was machst du auf der Erde da? Ich such die Gretel hier im Wald, hoffentlich finde ich sie bald. Hallo Kasper, die Gretel war gerade hier. Sie ist aber schon weg. Oh, sie ist schon weg? Ja, wo ist sie denn hingelaufen? Oh, das habe ich vergessen. Typisch Rudi Ratlos. Überleg doch mal, wo ist sie denn lang gegangen? Ich glaube, sie ist dort lang. Ja, genau, dort lang. Ach, danke Rudi. Nun will ich mich gleich auf den Weg machen, damit ich sie noch einhole. Tschüss, Rudi. Tschüss, Kasper. Na, hier ist ja ganz schön was los. Ich werde mal wieder auf meinen Baum fliegen. Hier ist es mir viel zu hektisch. Kra, kra, kra. Hallo, da bin ich wieder. Irgendwie habe ich mich ganz schön verlaufen. Wäre ich doch nur an der Hauptstraße entlang gegangen. Huhu! Ich bin Hugo, das Schlossgespenst. Huch! Du brauchst aber keine Angst zu haben. Und wer bist denn du? Ich? Ich bin die Gretel und will zum Schloss. Und was hast du da in deiner Hand? Nimm mal die Nase daraus. Das ist der Kuchen für die Prinzessin Pimpinella. Sie hat doch heute Geburtstag. Weißt du das denn nicht? Doch, doch. Aber dort im Schloss sind mir jetzt zu viele Leute. Ich bin von dort geflüchtet,
weil es mir jetzt dort zu laut ist. Eigentlich schlafe ich doch am Tage, weil ich in der Nacht rumgeistern muss. Aber jetzt kann ich nicht schlafen bei dieser Geburtstagsparty. Da hab ich mir gedacht, ich gehe in den Wald und suche mir ein schönes Plätzchen zum Schlafen. Wenn da auf dem Schloss schon so viel los ist, dann muss ich mich aber beeilen. Ich muss jetzt weiter. Wow, ich bin so müde. Na, dann schlaf mal schön. Ach, ich werde mich auch ein wenig ausruhen. Der Hugo hat mich richtig angesteckt mit seiner Müdigkeit. Ich bin auch ganz schön müde geworden. Hier ist ein schönes Plätzchen zum Ausruhen. Da hinten ist doch die Grete. Und was sehe ich denn dort? Da ist ja auch der Kuchen. Hoho, na das ist ja was für mich. Den Kuchen werde ich mir holen. Hohohohoho.